der Auftrag ist klar, weil das der Commander vorher sagt, es gibt eine Windenaktion, wir einverstanden sind und wir gut vorbereitet sind. Das ist meine Aufgabe, nachher möglichst sicher und schnell den Notarzt oder den Rettungsspezialist-Helikopter auf die Unfallstelle zu bringen. Als Windenoperator bin ich eigentlich das verlängerte Auge des Piloten. Das heisst, der Pilot ist vorne rechts, wir haben die Winde beim H145 links. Das heisst, er hat keine Chance, um zu sehen, was jetzt da unten geht. Und das heisst, ich muss ihm möglichst präzise Angaben machen betreffend Achs und Richtung. Lateral muss ich ihn einweisen und ihn eigentlich so an den Patienten heranführen. Wir haben ein Standardverfahren, das uns sagt, wie machen wir gewisse Abläufe. Und genau gleich haben wir die gleichen Abläufe auch in unseren Trainingsunterlagen, die wir alle gleich ausbilden. Und darum weiss genau der seiner Pilot, auch wenn ich auf Deutsch etwas sage, was damit gemeint ist. Apro. Lungo, lungo, amici, mettiti in diretta un attimo. Cosa vuoi? Un intervento con argano comporta sempre difficoltà maggiori, e soprattutto se è nel bosco. E vado a sinistra, prendo velocità. Siamo però molto allenati in questo, anche perché è un lavoro di team che deve funzionare molto bene e vista l'esperienza che abbiamo, questo funziona molto bene. Mettere sotto, alla stepper. Was in den Bergen dazukommt, sind die Spezialisten, Bergführer, die auf Helikopterrettung spezialisiert sind. Auch sie helfen uns bei schwierigen bergtechnischen Einsätzen, nicht medizinisch, aber eben auch in der Bergung und in der Vorbereitung eines Patienten, wenn er sehr exponiert ist. Oder wir selber als Ärzte müssen gesichert werden, weil es zu unsicher wäre für uns, die nicht Bergspezialisten sind. C'est plutôt rare, mais ça arrive qu'on fait des treuillages de nuit. Et puis là, c'est clair, treuillage de nuit, c'est quelque chose de très pointu. Alors là, on peut avoir des autres limitations au niveau du vent, au niveau de la visibilité, précipitation et tout ça. Ein Nachtwindeneinsatz, wo Königsdisziplin ist von uns, oder was wir können machen. Da kann man niemals das Gleiche machen, was wir am Tag können. Also sprich, man muss sich vorher mehr darauf vorbereiten, in der Nacht in ein Gebiet, wo nicht viel Beleuchtung ist oder zum Beispiel noch Kabel hat. Da gehört das Briefing als wichtiger Bestandteil dazu, wo man im Tag eher sagen kann, ja, wir gehen und wir schauen es vor Ort an. È chiaro che anche per il medico è un impegno, una sfida in più, perché si trova col paziente da solo, deve gestire la parte medica ma anche la parte operativa. Das Gefühl an einer Windenzange ist für Ärzte definitiv ein neues. Und erstaunlicherweise geht das nach einer fundierten Ausbildung, die man im Hangar schon am Kranen trainiert, sehr gut. Für mich persönlich ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich in einem Klettergarten mich selber mit einem Seil muss festmachen. Für mich ist der Helikopter ein fixes Objekt, dem ich extremst Vertrauen habe.